Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Auxiliums Tech Talk. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr auf dem virtualisierten oder halt auch auf den Bare Metal installierten Synology, was halt nicht auf Synology Hardware läuft, das aktuelle Update 2 von dem DSM 7.1 42661 installieren könnt. Ich habe mir jetzt hier testweise eine VM vorbereitet. Die läuft jetzt mit Update 1 aktuell. Ich habe die Update 2 noch nicht runtergeladen. Das werde ich jetzt gleich mal tun. Synology Support Download. Produkt ist ein NAS. Ich habe das 3622 XS Plus in der Virtualisierung. Virtual Versionshinweise drücken. Dann habt ihr das Update 3 ist gar nicht da für das NAS. Also Update 2. Herunterladen, dann sucht ihr euch das Richtige raus. Das wäre ein Portwell NK3622. Da ist es. So, Installationsdatei haben wir. Dann geht ihr zurück auf das NAS. Aktualisieren, wiederherstellen, manuelle Aktualisierung. Durchsuchen, dann wählt ihr die passende Datei aus, die ihr gerade runtergeladen habt. Bei mir langt da jetzt noch ein paar mehr drin, deswegen die 1 dahinter. So, dann lassen wir das Update mal durchlaufen. Ist heute bloß ein fixes Tutorial, weil mir ist es ehrlich gesagt zu warm, um jetzt hier Videos zu machen. Das wollte ich euch aber mitteilen, weil der Weg ist ziemlich einfach nachzuvollziehen und funktioniert mit allen. So, dann dürft ihr aber nicht das NAS starten, sondern müsst den Tiny Core starten. Da warten wir jetzt ganz kurz drauf. Dann werde ich mir. Eigentlich reicht mir der Putty. Ne, der reicht nicht. Ich muss noch was anpassen. Test after 2.3 müsste das gleich sein. 2.4, 2.7, okay. Nehmen wir das. Ich muss ganz kurz noch was ändern, dann zeige ich euch gleich, was hier passieren wird oder was jetzt hier. Okay. So, das ist erstmal meine Config. Also dahingehend nichts Neues. Die ist geblieben von dem letzten Video, was ich hochgeladen hatte. Die brauchen wir auch nicht. Ich starte aber jetzt ein Terminal. Natürlich wieder der Standard-Login mit Passwort. So, da bin ich eingeloggt auf dem TinyCore, also auf der VM vom Test. Da als erster Befehl ein sudo rpload.sh update. Wohlbemerkt bitte als sudo ausführen. Okay, Version ist aktuell und dann ein sudo rpload. Post-Update. Dann Broadwell NK-7.1.0-42661. Wenn ihr ein anderes nutzt, ein 920, was auf Gemini-Lake passiert oder irgendeine andere Plattform, dann einfach das Broadwell NK gegen die Plattform tauschen. Dann funktioniert es auch bei eurem NAS. So, dann lassen wir den ganzen Spaß jetzt mal ausführen. Dann fragt er jetzt mit Ja bestätigen. Und hier hat er jetzt schon erkannt, the news, small update version will be 7.1.42661-2. Genau, mit Ja bestätigen. Dann baut er eine neue RAM-Disk. Dauert natürlich kurz. So, gespeichert ist es. Dann den ganzen Spaß nochmal als Backup schreiben. Also ich zumindest. Ich habe es gern dann wieder dort, wo es hingehört. Beziehungsweise ich greife gern beim nächsten Mal wieder drauf zu. Und dann machen wir exec sudo reboot. Das sehen wir auch schon. Er fährt runter.
Dann starten wir einfach das normale Red Pill wieder. Muss ich schon kurz Zeit geben. Dann kann ich auch, sobald es da ist, mich anmelden. Hoffe ich. Test ist da. Ich melde mich an, um euch zu zeigen, dass das Update auch installiert wurde. Infosender und Update 2 und das NAS läuft trotzdem. Also kein Problem dahingehend. Mit diesem Video wünsche ich euch viel Erfolg beim Update eures DSM, eures Xpenology und wünsche euch noch einen schönen warmen Tag. Bis bald!